Mr. Mike. Wie der Titel schon sagt, musste ich mir mal wieder was gönnen. Und bevor es losgeht, muss ich leider auch mal ein bisschen auf dieses Thema Gönnen eingehen, weil es gibt wirklich, ich kann es nicht anders nennen, es gibt wirklich Idioten, die lesen den Titel, okay, Mr. Mike ist sich was am Gönnen, klicken in das Video und beschweren sich dann im Kommentarbereich darüber, dass ich mir was gönne. Und ich kann das nicht nachvollziehen. Ich meine, alleine das spricht doch für deren Intelligenz. Die ist doch anscheinend nicht vorhanden. Ich meine, wenn du den Titel siehst, okay, hier gönnt sich jemand was. Ich möchte aber gar nicht wissen, was er sich gönnt. Ich finde es nämlich scheiße, wenn Leute sich was gönnen. Dann klicke ich doch da nicht rein. Ich meine, wie bescheuert dämlich muss man sein? Aber ja, spricht für diejenigen und das ist halt wirklich lustig. Ich meine, Konsumopfer, schlecht, gut, hin oder her, ob man sich jetzt was gönnt. Weil es für einen persönlich was Geiles ist und für die anderen nicht. Das liegt doch immer im Auge des Betrachters von demjenigen, der sich die Sachen kauft. Wenn ich was geil finde, kaufe ich es mir, weil ich es geil finde. Du würdest es dir vielleicht nicht kaufen, weil du es nicht geil findest. Aber das ist der springende Punkt. Wieso guckst du es dann an? Es ist total hirnrissig. Es ist schon alleine hirnrissig, dass ich das überhaupt erwähnen muss. Aber es gibt halt leider so Schwachköpfe, denen muss ich das nochmal erklären. Ne? Und diejenigen, die es feiern, es gibt wirklich Leute, die feiern das. Sich anzugucken, wie Leute sich was gönnen. Ne? Gibt's, es ist auch verrückt. Aber, wie gesagt, ich habe mir ein paar Sachen gekauft, die ich für mich, für meinerseits, geil finde und wo ich mir einbilde, ja Mann, brauche ich, habe ich mir gekauft. Und deshalb gibt es dieses Video. Und wir fangen an. So sieht's aus. Easy going. Und was für eine Freude. Ne? So, was ist hier schon? Was ist denn das? Das wüsste ich jetzt gar nicht. Das haben wir gar nicht gestellt. Zwei T-Shirts, Urban Classic. Weil ich liebe den Schnitt von Urban Classic T-Shirts. Die brauche ich für mich selber. Wichtig, Kleidungsstücke. Ich möchte nicht frieren, ich möchte gut aussehen. Was haben wir hier? UV-400. Jetzt muss ich mal schon schauen. Was ist das? Jetzt warte mal. Basketballschere. Ne? Weil ich finde das so lustig, was Leute sich oft herausnehmen, was Leute von sich selbst denken, um zu beurteilen, was denn geil ist und was halt unnötig ist. Ne? Was geht in deren Köpfen vor? Diese Leute müssen ganz schön abgehoben sein und wirklich auch von sich selbst so überzeugt sein, so egoistisch, ekelhaft, dass sie wirklich das auch noch jemand anderes reindrücken. So, oh Mike, dein Hund ist aber scheiße, meiner ist schöner. Ey, wen interessiert deine scheiß Meinung oder wen interessiert dein scheiß Geschmack? Wer glaubst du, dass du bist, dass du jemand anders vorschreiben kannst, was geil ist und was nicht? Du bist ein Niemand. Halt die Fresse. Finde ich sehr wichtig, oder? Das ist für mich, ich meine, die Vorstellung alleine, dass ich durchs Internet schaue und Leuten irgendwas schlecht machen möchte, tue, nur weil ich es nicht geil finde, sie aber geil finden. Wer macht sowas? Was stimmt denn mit dir nicht? Also irgendwo sozial bist du ein bisschen hängen geblieben. Also ich kann mich in solche Leute gar nicht reinversetzen. Was stimmt mit denen nicht? Haben die zu viel Freizeit? Sind die depressiv? Sind die ein bisschen verwirrt? Sind die einfach nur dumm? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Da bin ich dann einfach nur glücklich, dass ich nicht so drauf bin und meine Zeit nicht mit sowas vergeude, mir Leute anzugucken, denen ich nicht gönne. Ne? Oder auch nicht gönne. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, was haben wir hier jetzt? Was haben wir hier? Oh, stimmt, Alter, nice. Das ist es. Eine Sonnenbrille. Meiner Meinung nach ist eine Sonnenbrille unglaublich wichtig, weil ich habe meine verloren. Eine Sonnenbrille, wenn die Sonne scheint beim Autofahren und wirst geblendet, ne, finde ich eine Sonnenbrille recht wichtig. Jetzt kommt ein anderer, der sagt, oh Mike, du brauchst ja keine Sonnenbrille, aber Mike, mach doch einfach die Augen zu beim Autofahren. Weißt du, solche Idioten kommen dann daher, aber Mike, du verführst andere zum Konsum, aber Mike, mach doch lieber Basketball-Videos. Ey, halt doch mal die Fresse. So, Mann, ich finde die nice, oder? Hä? Ich finde den Schnitt geil. Nur 17 Euro. Ich brauche eine. Ich brauche eine Sonnenbrille. Habe ich mir eingebildet. Ne? Dass ich mich hier überhaupt noch erklären muss vor solchen Vollidioten. Unfassbar. Ne? Wieso erkläre ich mich eigentlich? Siehst du mal, was ich für ein anständiger, gut erzogener Mensch bin. Ne? Da musste ich nicht erklären. Das ist ein Vollidiot, der soll sich verpissen. Aber ja, er macht sich ja noch einen zweiten Account und kommt dann nochmal. Das ist dann auch immer lustig. Du siehst dann bei dem Account vor 10 Minuten erstellt. Ne? Ein Account, der wo vor 10 Minuten erstellt worden ist, und dann bei dir kommentiert, zu 100% ein Vollidiot, der einfach nur haten will. Aber hey, das ist deine Freizeit. Das ist ja eigentlich das Traurige. Ne?
Was das Teil hier soll? Ah, mit einem kleinen Schraubenzieher. Sachen gibt es, kann man die da festerstellen. Ja, die ist nice. Ich mag die. Ne? Ich würde zum Beispiel niemals hunderte von Euros für eine Sonnenbrille oder Brille an sich ausgeben. Weißt du? Aber ich würde auch niemanden haten, der jetzt 1000 Euro für eine Sonnenbrille oder Brille ausgibt. Hey, jeder wie er will. Jeder wie er will. Wer bin ich, dass ich das beurteile? Ne? Das ist halt das. Das unterscheidet mich dann vom Intelligenzquotienten her um einiges von so einem Vollidioten, der durch die Gegend hält. Ne? Weißt du, so. Ja, ja. Wo sind wir nur gelandet in der heutigen Zeit? Ne? So, was haben wir hier? Jetzt pass auf, was ist das hier? Wow, da, genau, hier ist das, ist die Tasche. Und zwar, ich brauche dringend eine Tasche für meine Kameras, weil, das ist viel zu dunkel, Mann. Als Influencer, ne, im Social-Media-Bereich ist natürlich wichtig, Kameras. Ohne Kameras kannst du nicht filmen, ohne Kameras kannst du keinen Content produzieren. Daher habe ich ein paar verschiedene Kameras, eine ZV-10, eine Canon, was ist das? Ja, ich habe halt ein paar Kameras, ne? Ein Insta360, Mikrofon und so, Ansteckmikro. Und das halt alles unterzubringen, brauche ich einfach eine Tasche, weil ich bin da ein bisschen unprofessionell seit Jahren unterwegs und habe die Sachen einfach immer nur im Rucksack getan. Und daher jetzt einfach mal eine schöne Tasche, wo ich alles bündeln kann. Dafür habe ich mir die jetzt hier geholt. Ich fand dieses Lila sehr schön. Ja, und ich glaube, muss ich mal testen. Oh, schön mit Metall. Ah, oh, Alter, ist die scharf. Ja, Alter. Oder? Das ist ja... Aber jetzt pass auf. Ja, okay, das ist nice. Dies ist schön. Das ist schönes Material. Aber diese Dinge hier vorne, heftig. Pass mal auf, weil die so scharf ist. Ich habe mir das perfekte Zeug noch dazu bestellt. Ist es das schon? Ist das hier? Oh, das ist meine Schutzhülle fürs Handy. Das ist aber sehr plastik. Und vor allem auch, ich zeige auch in den Videos nicht, wenn ich Sachen wieder zurückschicke. Ich behalte nicht immer alles, weil wenn ich merke, es ist scheiße, es ist billig, dann behalte ich es natürlich nicht. Hier, das zum Beispiel ist eine Handyhülle für mein neues Handy. Aber das wirkt jetzt schon so plastik-like. Das behalte ich mit Sicherheit nicht. Das ist billig. Also daher wird das schon mal wieder zurückgeschickt. Oder auch ich schicke auch Sachen wieder zurück, die ich halt, ja, eine Woche habe oder sonst was. Vielleicht geht was auch kaputt, dann schicke ich zurück. Also das ist billiger Scheiß. Das sehe ich jetzt schon. Für den Preis, ich glaube 30 Euro für das, no way. Also das wird gleich zurückgeschickt. Verstehst du? Daher fällt das schon mal wieder weg. Das ist auch so ein Ding. So, was haben wir noch? Da ist was Lustiges drinnen. Das ist ein richtig... Da kann man sich drüber streiten, über das hier, ob das wirklich was Wichtiges ist. Aber ich habe es gesehen. Es wurde mir echt von Google irgendwie vorgeschlagen. So. Ich kann dir nicht sagen, warum mich das gecatcht hat. Ne? Wir kommen später dazu. Was ist denn hier? Ah, das ist das. Ah, das finde ich cool, wenn Amazon das zusammentut. Und zwar, mein Lieblingsduft ist wirklich Old Spice. Jetzt habe ich hier verschiedene Old Spice. Old Spice Captain, Deep Sea. Ich werde ja auch Shampoo, Old Spice. Mit Old Spice, Alter. Du wirst so gut riechen. Und wenn du mich mal auf der Straße siehst und denkst dir, oh mein, du riechst aber gut. Wieso riechst du so gut? Old Spice, Baby. Old Spice. So, und das ist. Ja, Mann. Zu der Tasche nehmen. Feilen. Ne? Ich habe mir Feilen gekauft. Ich brauche nämlich welche. Ich als alter Handwerker, wisst ihr vielleicht. So, und jetzt kannst du auch nochmal sagen, aber Mike, wer muss schon feilen? Ja, jemand, der handwerklich ein bisschen geschickt ist und handwerklich arbeitet. Was erkläre ich mich immer vor diesen Vollidioten? Scheiß drauf. So, und zwar mit dieser Feile hier, natürlich. Siehst du? Das habe ich jetzt natürlich gar nicht so geplant, aber mit dieser Feile, ne? Ne? Mit dieser Feile, wo sind die Teile? Kann ich jetzt siehst du? Und genau für solche Situationen, wo du vorher gar nicht weißt, dass du eine Feile brauchst, hast du eine Feile zu Hause. Nice, mache ich dann später. Aber Feilen wichtig. Für mich zumindest, ich brauche eine Feile, ich brauche mehrere Feile, verschiedene Größen. Nice.
Das sind alles schöne feine Feilen. Feine Feilen zum Feilen. Sehr schön. Mit einem kleinen Täschchen noch dazu. Nice. Nice. Finde ich gut. Brauche ich. Der alte Handwerker Mike braucht sowas. Feilen muss ich immer zu Hause haben. So, jetzt machen wir noch schnell das. Old Spice brauche ich heute auch noch. So, das sind die Feilen. Gerne mal zwischendurch Feedback. Werdet ihr gut unterhalten bei meinem Gönner-Video. Und natürlich alles in der Videobeschreibung verlinkt. Obwohl, andererseits weiß ich ja nicht, was ich da verlinken soll oder wer überhaupt was brauchen kann. Auch wichtig, wie ich finde, Erdnussbutter. Alter, was ist denn das? Das ist schon zu, oder? Das ist voll, oh, es ist voll offen. Schau dir die Sauerei jetzt hier an. Also ist es jetzt nicht hier offen. Das haben die jetzt alles vollgesaut mit Erdnussbutter. So ein Scheißdreck. Schau dir das mal an, lauter Brösel. Was haben sie denn da gemacht? Kurzer Break. Alter, ich hab einen weißen Pullover an, gell? Was der Scheiß soll. Das ist ja wirklich... Das ist aber eine gute Erdnussbutter, die bestelle ich mir immer. Ne, so ein bisschen für Proteine, Masse aufbauen, ist Erdnussbutter echt gut. Mann, schau dir das an hier. Was soll denn das? Wer verschickt denn sowas? Das schaut man sich doch vor an oder wischt mal drüber. Naja, gut, Mann. So, kommen wir zu dem hier. Ist auch ein Geschenk dabei. Ich habe mir eins für mich gekauft und eins als Geschenk. Das Video geht natürlich erst online, wenn das geschenkt verschenkt worden ist. Das geschenkt verschenkt mit den Fallen und Fallen zu Fallen. Das Highlight des Tages. Das ist, ich kann es dir echt nicht sagen, das ist wirklich, da haben sie mich gecatcht mit dem Scheiß. Da haben sie mich echt gecatcht mit dem Scheiß. Und da kannst du dich echt, das ist dann, da kannst du helfen und sagen, Mike, wer braucht denn sowas? Aber Mike. Okay, da verstehe ich es, wenn man sagen kann, nein, Konsumopfer. Aber andererseits finde ich es echt geil. Und so unnütz finde ich es nicht. Aber wieder wichtig, wie immer, im Auge des Betrachters. Wer bin ich oder wer bist du, dass du bestimmst, dass das scheiße ist, unnötig ist. Ne? Wer bist du? Ne? Wer bist du? Wer glaubst du zu sein, dass du behaupten kannst, zu entscheiden kannst für andere? Ne? Du bist niemand. Du bist ein kleines, du bist nicht mein Reiskorn. Du bist noch weniger als ein Reiskorn. Daher immer, ganz wichtig, immer die Fresse halten. Ganz wichtig. Fürs Universum auch. Ne? Du bist zu unbedeutend, dass du irgendjemandem, egal wem, irgendwas erzählst. Ne? Wenn du Papa bist, dein armes Kind, ne? Dann muss es unter dich leiden. Dann natürlich was anderes, aber ansonsten immer die Fresse halten. Ich finde es wichtig. Ne? Geh den anderen Leuten nicht auf den Sack. So, Mann. Schau dir das an. Das ist. Ich hab's eigentlich. Das ist so japanischer Scheiß. Verstehst du? Das ist so ein japanischer Scheiß. Ich fand's einfach geil. Guck dir doch mal diese Katze an. Ne? Das ist eine Katze für Schlüssel oder für Süßigkeiten oder für sonst was. Ne? Klar, ey, hate mich. Lach mich aus. Es ist mir so scheißegal. Ich kann's dir gar nicht sagen. Ich habe so gefeiert. Leider gibt es die nicht in schwarz. Ich hätte sie gerne auch immer in schwarz gehabt. Aber ich habe so gefeiert. Und das wurde mir halt auf Google irgendwo vorgeschlagen. Auf Instagram, auf Facebook, auf sonst wo. Weil ich da noch reingeklickt habe. Und dann habe ich gesehen, es gibt es auch bei Amazon. Dann habe ich mal bei Amazon bestellt. Ne? Schon haben sie mich gehabt. Diese scheiß Google-Werbung. Scheiße. Ist da jetzt wieder. Mann, Alter. Geh halt einfach raus. Was haben sie das da falsch schon reingetan? Es gibt dann aber auch Leute beim Verpacken, ne? Beim Verpacken. So. Und einmal in weiß. Ey, ich finde die nice. Echt. Für den Preis vor allem, glaub 15 Euro. Ich finde die cool.
Sorry, ich finde sie einfach cool. Und ich mag so Sachen, was für mich wichtig ist, so Sachen, wo du einen Ort hast, wo du deine bestimmten Dinge hindurch. Autoschlüssel. Ey, wie oft suche ich den verfickten Autoschlüssel, weil ich ihn irgendwo hinschmeiße? Wenn du weißt, du hast eine Katze. Die Katze steht immer da und da. Ne? Die Katze steht da, da kommt der Schlüssel rein. Du weißt immer, wo der Schlüssel ist. Mit die Fernbedienung. Alter, wie viel Zeit verschwende ich, die beschissene Fernbedienung zu suchen, weil meine Kleine sie irgendwo hinlegt und die Kissen in die Couch sitzt oder sonst wo. Habe ich mir extra so einen Ständer gekauft, wo man halt die Fernbedienung reintut. Ne? Ein Fernbedienungsständer. Die Fernbedienung gehört da rein. Ich weiß immer, wo sie ist. Mega cool. Wenn man sich an dieses System hält, dein Tag ist gerettet. Du musst nicht suchen, du bist nicht genervt, du verschwendest keine Zeit. Schön. Und genauso ist es mit diesen Katzen hier. Ne? Wenn ich kein guter Verkäufer bin, dann weiß ich es auch nicht. Nice. Unten Videobeschreibung verlinkt. Mein Highlight schlechthin, diese geilen Katzen. Hä? Also ich finde die so geil. Hä? Das ist eigentlich der Hauptgrund, ohne Scheiß, warum ich dieses Video mache. Wegen diesen geilen Katzen, Mann. Ja, Mann. Also ohne Scheiß, ja, Mann. Da haben sie mich gecatcht, ich weiß auch nicht. Ja. So, jetzt kannst du haten. Viele geben eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Mr. 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 Mike, Mike.